So, hallo. Nach kurzen kleinen technischen Pannen sind wir nun mit einem Ersatzgerät wieder hier, weil mein iPad spinnt manchmal. Und ja, ich bin live. Hallo. Ja, genau. Und ja, mein iPad ist irgendwie hängt manchmal blöderweise und ist jetzt wieder. Und jetzt habe ich mein Handy bemüht und ich sehe, das funktioniert auch. Und jetzt haben wir schon wieder eine Person online hier. Zwei Zwei. sind es jetzt, so langsam Wow. wächst die Zahl. Das freut mich natürlich sehr, dass ihr Interesse. Ja, jetzt hat die Claudia ist wieder da. Also die Claudia ist wie gesagt auch eine Therapeutin aus weiß nicht wo. Schreib's unten rein gerne, Claudia, dass die Leute wissen, wenn jemand LNB-Therapie möchte und in deiner Gegend lebt, dann kann die Person ja sich an dich wenden. Gell? Genau, Daumen hoch ist immer gut. Genau, dann macht es gleich Freude und Spaß und so weiter. Gut, jetzt ist momentan eine Person drin. Ich erkläre einfach nur ein kleines bisschen was, bevor wir mit der Behandlung anfangen. Das ist natürlich für die Claudia ein bisschen langweilig, weil die weiß schon alles. Bad Vilbel, Raum Frankfurt. Ja, genau, Ah. sehr schön. Also, eine LNB-Therapeutin aus Bad Wilbel, wo wir das so ausgesprochen haben, weißt du das? Bad Vilbel, oder? Wilbel, Oder genau. Vilbel? Also, wenn jemand aus dem Raum Frankfurt kommt, der meldet sich bei Claudia. Gell? Und da ist die Person dann bestens aufgehoben. Okay, oder wir können dir auch mal so fragen: Du bist aus Ulm, aus Ich bin aus Langenau. Langenau, Langenau ja. bei Ulm. Und seit wann hast du denn Nackenschmerzen? Das ist ein immer wiederkehrendes Problem bei mir. Also es ist mal mehr, mal weniger. Dann, wenn es kühler ist, habe ich das Gefühl, es ist schlimmer. Oder stressabhängig natürlich Wenn auch, du wenn was ich im viel Nacken arbeite. sitzt. Ja, Oder so, ja, ja. genau, wenn mich was Okay. ärgert, habe ich Alles es auch. klar, okay. Gut. Also jetzt haben wir sechs Leute, die zugucken im Moment. Deine Verbindung ist schwach. Also, Iva. Und die Isabel ist da. Yeah, und da kommen die Daumen. Sehr gut. Ja, gestern haben wir ja die Geschichte gehabt mit Karlin und mir zum Thema der Körper lügt nicht. Das kann man jetzt natürlich noch im Nachhinein anschauen. Und die Monika, kennst du Isabel schon, oder? Ja, also vom Okay. Telefon und Vom von Telefon und Bildern. so. Ah ja, schön, super. Ja, genau. Sie Also spricht immer mit mir. jetzt ist die Monika da, genau. Und du Süß, siehst ja am Katze. Montag, oder was? Wie ist Ja, das? Genau, Montagabend sehen wir yeah, uns. Ich freue super, sehr mich. schön. Und dann hoffe ich, dass du dann dort anreist bei der Isabel und bei Marc und zwar mit freiem Nacken. Schmerzfrei. Genau, kann dass sie frei bewegen kann. Juhu, genau. Guck, Bussis kriegen wir geschickt. Süß. Die gelten bestimmt dir. Ja, nee, die gelten uns. Die Genau. gelten uns. Yeah. Und seit wann hast du das, die regelmäßig wiederkehrende Also, Nackenbeschwerde? ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Sohn ist jetzt 20 mal jüngster und so in den ersten Monaten habe ich mit ihm Blödsinn gemacht und habe mit ihm einen Rückwärtspurzelbaum im Bett gemacht. Und da ging's Seitdem los. habe ich Ah, okay, alles Nackenprobleme. klar. Okay, ja, irgendwann ist alles mal am Anfang. Ja. Was sind jetzt das für Symptome von Symptome, Symptome von. Symbole? Ja, süß. Da, ne, was ist jetzt das? Gott. Kenne ich nicht. Ist das Isabel, du Gläu? musst diesen älteren Leuten ein bisschen was Größeres schicken. Wir Ja, können es nicht genau. Du siehst, ich habe schon erkennen. Brille auf. Ich glaube, ich brauche dazu nur ein Vergrößerungsglas, dass ich es dann entziffern kann, was das bedeutet. Okay, ich hätte einfach sagen, wir fangen ja, ich habe dir ja schon ein Gerne. bisschen was erzählt, wie du die verhalten könntest, mit den Punkten drücken und mit den Zahlen nennen. Ja. Und jetzt demonstriere doch einfach mal dem Publikum. Ach, Konfettis, okay. Ja, süß. Demonstriere doch mal die Leute, wie du deinen Kopf nach rechts drehst. Also nach Wie weit du rechts, kommst, links, genau, rechts ja, und und jetzt mal nach links. nach links ist, da hört es Da einfach hört es hier so. auf, ungefähr, ja, Aha. okay. Ich drehe mal jetzt den Bildschirm. Ich hoffe, das funktioniert ohne dass es abstürzt. Dreh mal deinen Kopf nach links, dass die Leute sehen können, wie weit du kommst. Bist du drauf, oder? So, ja. Okay, das ist deine So, maximale Weite, ja, oder? da ist irgendwie ein Haken jetzt. Okay, und da hängt's, ja. Jetzt versuchen wir, dass diese Bewegungsfreiheit größer wird wieder, dass du einfach eine größere Bewegungsfreiheit hast. Das heißt zum Schluss von der Behandlung,
drehst du den Kopf wieder nach links und schaue dann, ob du gleich weit kommst oder etwas weiter kommst. Richtige Beschwerde hast du im Moment nicht, oder? Also gestern hatte ich mehr, heute ist ein weniger. Ja, ja. Ich weiß immer nicht, woran es liegt. Weniger heißt, du hast welche, aber wenig, oder? Manchmal habe ich richtig Schmerzen, richtig böse Schmerzen. Und heute? Jetzt heute gar nichts, oder? Das liegt vielleicht an deiner guten Energie. Okay, alles klar, das hört man natürlich gern, gell? Okay, jetzt haben wir schon 10 Zuschauer. Das freut mich, dass ihr alle da seid. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir bei der Monika eine Verbesserung erzielen können. Dazu stelle ich mich hinter die Monika jetzt gleich und behandle sie jetzt an ein paar Punkten. Und dann schauen wir mal, ob wir, wie schnell wir und ob wir eine Verbesserung der Symptomatik erreichen können. Yeah, und wenn ihr zwischendurch Daumen hochschmeißt, so wie die Isabel das sehr fleißig tut, dann ist das natürlich ein Ansporn ohne Ende und dann muss das natürlich klappen. Gell? Also ich fange jetzt einfach mal an. Vielleicht hockst du ein bisschen mehr zentral rein. Wenn das gut gelingt, dann kann ich nachher noch auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, dann kannst du mit Glühwein wieder die Sache unterstützen. Genau. Also ich drücke jetzt an so Punkte und Monika, du tust mir dann gleich immer Rückmeldung geben anhand von einer Zahl. Okay. Bis hier. 5, 6. Okay, hier. 7. Okay, da sind wir schon bei 7. Hier. 7. Okay. Hier. 8. Okay, dann bleibe ich da ein bisschen. Ja. So, die Monika hat jetzt 8 gesagt. Wir teilen immer ein bei ihrer Skala zwischen 1 und 10. 10 heißt, das will ich nicht, das ist mir zu heftig. Und 9 heißt, es ist gerade noch so okay, aber bitte nicht mehr. Und 8 heißt, es ist deutlich spürbar, ein kleines bisschen ging noch was, aber bitte nicht mehr so arg viel, so in der Richtung. Und so weiß ich praktisch, wie ich drücken kann, wo ich drücken kann und soll und wie stark vor allem. Ja? Der Norbert hat was geschrieben, kannst du das lesen? 7000 mitbringen. Metzingen. Ja, Metzingen. Super. Der Norbert ist aus Metzingen. Wenn jemand diese Behandlung genießen will und einen guten Therapeut braucht, soll er entweder zu Claudia, wie ist hier, Monika? Geht auf 9. Okay. Und in Metzingen können die Mädels gut noch im Outlet shoppen nach der Behandlung. Ja, genau. Also zu Claudia fährt man nach Bad Wilbel bei Frankfurt und zum Norbert nach Metzingen. Und wenn jemand aus der Ulmer Gegend kommt oder mich besuchen möchte, so wie die Monika, dann gerne hier nach Ulm zu mir. Immer noch 9? Nee, also es wird immer weniger. Weniger war er? Okay, dann gehe ich mal weiter. Wie ist hier? 6 jetzt, okay. Hier? 4, 5. Oh, okay, da wird es wieder weniger. Wir haben schon den Maximalpunkt gehabt. Jetzt, wie ist hier? 5, 6. Okay, ich mag hier wahnsinnig Härte. Ja. Ich gehe mal noch ein bisschen tiefer rein. Wie ist hier jetzt? 7. 7, okay. Hier? Oh, 8. Da haben wir schon ein bisschen deutlicher was gefunden, ja. Genau, was schreibt die Claudia? Kannst du das lesen? Ach, dieser Norbert. Ach ja. Ach, dieser Norbert. Ach so, ja. Mit dem Norbert habe ich bei Fortbildungen immer zusammen immer nebeneinander im Wohnmobil übernachtet. Gell? Outlets verbindbar, Tipps von mir und eventuell Gutscheine. Ja. Pierre Gardin. Oh, ja. Oh. Ja, super. Genau. Coole Mucke haben wir. Danke, Claudia. Genau. Haben wir zusammen ausgewählt. Genau. Wir wollen ja für gute Stimmung sorgen, weil gute Stimmung heilt. Wir wollten erst Metallica. Na, wenn dann schon Motorhead. Wie ist hier? Aha, oh. 15. Oh, 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 oh. 8, okay. 9. Okay, gut. Also wenn du 9 sagst, gehe ich nicht weiter. Ne? Dann ist das die Grenze für mich. Und somit kann der Patient gut kommunizieren mit dem Therapeut. Es ist aber sehr gut auszuhalten. Sehr es ist schön. Eher sogar angenehm, weil man hat das Gefühl, es passiert was. Ja. Also oft wird es ja als Wohlfühlschmerz auch betitelt. Ne? So, jetzt haben wir mal hier ein paar Punkte gemacht. Jetzt gehe ich noch vorne an das Schlüsselbein. Ja? Und jetzt fange ich mal hier in der Mitte an.
Aus gutem Grund. Wie ist hier, Monika? 3. Okay. Wenn ich mehr da nachher gehe, wie ist da? 4. Okay. Hier? 5. Okay. Hier? 5. Hier? 4. Okay. Hier? 3. Okay. Hier? 4. Hier? 4. Auch nichts Besonderes. Okay, dann gehen wir nochmal hierher. Wie ist da? 6. 6, da haben wir schon ein bisschen mehr. Gehen wir noch auf die andere Seite. Wie ist hier? 3. Okay. Da wird es auch nicht mehr, oder? 4. Okay. Dann gehen wir noch da vorne her. Norbert, gell, ich finde noch alle Punkte. Du siehst es, du kannst überprüfen. Wie ist hier? 6. Okay. Ja. Wird nicht mehr, 7, oder? 7, doch, doch. Doch, okay. Okay, das ist aber nicht so dramatisch, also. Okay. Hier? 2, 3. Hier? 2, 3. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal ungefähr der Hanne in die Tiefe. Ein bisschen. Wie ist hier? Fünf. Kann ein bisschen unangenehm manchmal sein. 5, aber. 5 geht noch. Okay. 4, 5. Okay. 6. Nicht mehr, oder? 7. Okay. Wir gehen praktisch immer auf die Ansätze, wo ein spezieller Muskel am Knochen ansetzt. Und wenn wir die richtige Stelle gefunden haben, ist der oft empfindlich. Und der Muskel löst sich dann von der Spannung. Und das ist das, was wir da damit erreichen. Jetzt gehe ich nochmal auf der Seite. Ungefähr hier. Wie ist hier? 6, 7. Okay. 8. Das ist nicht so ein angenehmer Schmerz, gell? Nee. Die Punkte jetzt hier. Ja, genau. Okay. Bin ich dann nachher total durchlöchert, wenn ich rausgehe? Ja, genau. Genau. Also ich freue mich sehr, dass die Monika zusammen sich zur Verfügung gestellt hat. Was haben wir? Du bist so sanft. Ich bin so sanft. Claudia. Ja, du, zur Frau muss ich sanft sein. Claudia, wir machen hier gleich einen Absturz. Ja, genau, wir kommen dich gleich besuchen. So, genau, wie ist hier? Ja, schon, ja, 6, 7, 8, 8, 9, 14, 15. Okay, alles klar. Fühlt sich schon so an, wie wenn da irgendwas passiert drin. Jetzt gehe ich nochmal. Da ist ein bisschen, da merkt man, da ist ziemlich viel, hat sich aufgebaut an Muskulatur. Genau, da tut es auch. Ich versuche mal wieder reinkommen. Ja. Wie ist hier? 7, 8, 9. Okay. Geht's? Ja. Okay. Ich hoffe, die Musik unterhält euch gut, solange wir hier behandeln. Wie ist jetzt? 8. 8, okay. Ich hoffe, ich überlebe das hier. Das hoffe ich doch auch. Ich muss zu Isabel. Ja, genau, genau. So, jetzt können wir hier auch noch, ne? Ob ich da reinkomme, da ist ziemlich viel Muskulatur drüber, dass man da gar nicht so einfach reinkommt bei dir. Aber ich krieg das nicht rein, ich bin ja stark. Ja. Wie ist hier? 6. Okay. Hier? 7. 8. Geht's noch, Monika? Ja, ja, ja. 8. Okay. Genau. Ja, das war jetzt schnell improvisiert mit dem Handy. Hä? Aber ich glaube, das klappt ganz gut, oder? Seht ihr uns? Hört ihr uns? Ja, schreibt mal einen Kommentar. Ist alles gut hör- und sichtbar für euch? Ist es langweilig oder interessant und spannend? Oder was auch immer für ein Kommentar?
7, 8. Ja, okay. Yeah, die Daumen die Claudia, fliegen. Ja. Sehr schön, ja. Vielen Dank. Okay, jetzt nochmal versuchen zu lockern. Einfach mal die Schultern zu lockern. Und jetzt, ja genau, den Kopf auch mal lockern. Wir sind noch nicht unbedingt fertig, aber wir können schon mal ein Zwischenstandsergebnis schauen. Dreh mal den Kopf nach rechts erstmal. Genau. Boah, das geht schon mal fast rum. Ja. Und auf der anderen Seite, wie ist da? Oh ja. Kommst du weiter? Mal, schau mal, ja, einiges. Okay. Einiges. Okay, sehr das schön. Das war hier zu Ende. Okay, warte, ich zeige nochmal das von der Seite. Dass man das nochmal, dass ihr das auch alle überprüfen könnt. Jetzt falle ich jetzt noch runter. Dreh mal nochmal deinen Kopf so weit nach also links. Also vorhin war es so ungefähr. Ja. Und jetzt komme ich so weit. Ja, super. Hä? Sehr und schön. Ohne, weil da war immer wie ein Haken drin. Okay, und, das, und den Schmerz hast du auch nicht mehr kein da, oder? Kein Schmerz, okay. Gar nicht. Geht weil du hast ja vorher mal gesagt, wenn du nach links drehst, spürst du hier so einen Strang oder sowas. Dann ist wie eine Bremse okay. Und dann tut es auch und jetzt ist es nicht mehr, oder? Ganz weich. Wow, ganz das freut mich. Also, das ist doch schon mal jetzt eine gute Demonstration gewesen. Ich zeige dir jetzt dann nachher, wenn wir fertig sind hier, wie ist denn das, wie war denn das? Wie war denn das gerade? Ja. Ich hoffe, das hebt jetzt noch voll. Ja. Also, das war jetzt mal so eine erste Demo. Ich zeige dir jetzt hinterher noch eine Übung. Das machen wir jetzt nicht am Bildschirm, weil das da wird dann so langweilig. Nee, muss ich nicht. Aber das ist, da muss ich viel mit dir sprechen. Das führt vielleicht zu weit, vielleicht so ein bisschen zu kompliziert. Auf jeden Fall, meine Patienten bekommen gern so eine Behandlung. Was hat sie geschrieben? Ich sehe es nicht. Sehr interessant, danke für die Demonstration. Freut mich. Ja, vielen Dank, Monika, dass du da warst. Sehr schön, freut mich. Also, ich meine Patienten, die bekommen so eine Behandlung, nennt sich Osteopressur. Ja. Kostet was extra? Das kostet extra. Was genau? Was kostet extra? Was kostet extra? Ach so, wenn du nackt oder wenn du die ausziehst. Jetzt hat das meinen sie wahrscheinlich. Wir wissen genau. Schon. Genau. Also, ja. Ja, aber nur wenn du dabei bist, Claudia, dann wird es erst spaßig hier. Gell? Ja, also für die, die das nicht kennen, die Therapie, nachdem so eine Osteopressur beendet ist, kommt dann hinterher, bekommt der Patient 1, 2, 3 Hausaufgaben, Übungen mit, die er zu Hause 1 bis 2 Mal am Tag ausüben soll. In der Regel sind es 2 bis 6, 7 Minuten, dass man die Übungen gemacht hat. Das ist praktisch wie eine Art Selbstbehandlungsmethode, die man damit an die Hand bekommt, um regelmäßig seine Schmerzen oder seine... Hallo Michael. Hallo Michael, genau. Anja fragt, ob das LNB ist. Richtig, das ist die Schmerzfreitherapie nach Liebscher und Bracht. Genau, richtig. Und mit den Übungen und nur 1, 2 weiteren Therapien beim Therapeut in der Regel bekommt man ganz, ganz viele Beschwerden. Auch wenn man vorher beim Orthopäden war, beim Physiotherapeuten, wenn dir Operationen vorgeschlagen worden sind, Knie, Hüfte oder was auch immer. Wir haben so viele Leute schon vor Operationen retten können, die nicht zu Operationen mussten, nach unseren Behandlungen. Das ist echt enorm, wie viele Leute umsonst praktisch operiert werden und dann in Reha müssen ausfallen und was auch immer. Ja. Das ist meistens nicht nötig. Und wenn ihr aus dem Raum Frankfurt seid, geht zur Claudia. Wenn ihr aus dem Raum Metzinger seid, geht zum Norbert. Und wenn ihr aus dem Raum Ulm seid oder wenn ihr mich mal besuchen kommen wollt, dann kommt nach Ulm oder bei Ulm. So, das war's für heute. Es sind schon wieder neue Termine im Gespräch. Noch gibt's gerade nichts Konkretes, aber ich kann euch jetzt schon sagen, eins der nächsten Termine wird sich um das Thema Wasser drehen. Das ist zwar, klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich verspreche euch, es gibt spannende Fakten und spannende Details und spannende Informationen zum Thema Wasser. Ja. Alles Gute, ihr habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank und bis demnächst. Mir geht's super, ganz ehrlich. Alles super, ich fühle mich total wohl, ich möchte mich da drehen. Sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen. Also, tschüss, ciao.